Leute, da bin ich wieder. Willkommen zurück bei Paper Mario. Der Kampf gegen Bowser fängt jetzt offiziell an. Also, Sprung! Mario, du hattest auch bessere Zeiten. Oh, Kratzer! Übelst Gesicht zerfletscht, aber naja. Springen wir nochmal auf seine fetten Hörner, was uns nichts ausmacht. Und er setzt nochmal fetten Kratzer ein. Peach schreit immer fast, wenn wir getroffen werden. Oh, eigentlich hat Bowser gar keinen, der sich um ihn sorgt, außer vielleicht Cammy Cooper. Guter alter Mario, immer der brave Fortfinder. Du gehst mir auf die Nerven, du kleine Pestbeule. Aber heute können deine jämmerlichen Attacken nichts gegen mich ausrichten. Tsching! Sieh dir das an, sieh, was ich aus dem Sternenhafen gestohlen habe. Es ist der Sternenstab. Dieses nützliche kleine Ding besitzt die Macht, dir jeden Wunsch zu erfüllen. Wenn ich mir wünsche, dass mich der Sternstab stärker macht, hast du keine Chance gegen mich, Mario. Und er wünscht es sich auch. Hättest du dir nicht einen Keks oder so wünschen können, das wäre doch wesentlich einfacher gewesen. Oh nein, er hat sich entwickelt. Jetzt, wie gefällt dir das, Mario? Und jetzt, Kratzer wurde zu Schlitzer. Und zieht mehr ab. Es war ein Volltreffer. Okay, Mario ist schon im sehr schlimmen Bereich. Und er setzt Sprung ein. Oh, scheiße. Oh, hat er das? Ist das alles, was du kannst, Mann? Du kämpfst ja wie ein Mädchen. Das hat gar nicht wehgetan. Oh nein. Oh, scheiße. Peach deckt schon ihre Augen zu. Naja, vielleicht jetzt. Und, nein. Es wirkt immer noch nichts. Wir behandeln Bowser wie ein Pokémon, aber naja, wie ich's mir dachte, Mario ist kein Gegner mehr. Mir ist die Zeit zu schade, mit dir herumzuplänkeln. Es wird Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Halt dich fest, Mario. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh, scheiße. Ja, also Peach passiert erstmal gar nichts, ne? Ihre Hände haben sie geschützt, ne? Wo bin ich? Oh. Oh nein, Mario, steh auf. Ja, ich hab's geschafft. Ich muss echt sagen, ich gönne ihn den Sieg. Er hat immer verloren. Endlich habe ich meine Zeit Mario besiegt. Ja! Das hat er echt verdient. Ich gratuliere euch zu eurem Sieg, eure Boshaftigkeit. Ihr seid ein würdiger König. Yeah! Solange ich den Sternstab besitze, gehen alle meine Wünsche in Erfüllung. Niemand kann mich jetzt noch aufhalten. Nun gut. Ich glaube, es ist an der Zeit, Mario zu entsorgen. Er kann ohnehin keinen Schaden mehr anrichten. Viva! Wie steht da wie im Standbild? Hilfe! Oh nein, Mario! Oh nein, die Koopa-Patrouille. Da fällt Mario. Sein epischster Abgang bis jetzt. Und ich sage sehr oft episch, aber das passt immer so gut zu solchen Szenen. Wow, und jetzt sollte da eigentlich der Game-Name stehen, aber stattdessen kommt ein schwarzer Bildschirm. Also, diese Grafikfehler. Naja. Und Prolog sieht mal wieder ganz toll aus. Das Flehen der Sterne. Und man sieht nicht mal ein Bild. Es ist doch echt hier. Also ihr versteht, ne? Aua. Diese Grafikfehler. Ich guck mal, ob ich das irgendwie beheben kann mit einem anderen Plugin oder so, aber ich guck einfach mal. Wow! Oh mein Gott! Wow! Haarig! Ah, noch haariger! Das ist ein Hitlerstern, Alter, ich sag's euch! Wow! Haarigste! Der mit dem fetten Bart ist der haarigste, Mann. Echt, das ist ein friedlicher Hitlerstern, der da gerade schwebt. Mit dem schwarzen Bart. Oh, nicht anfassen, bitte. Oh, den Himmel sei Dank, zwar scheint er verwundet zu sein, aber er wird sich sicher bald erholen. Ja. Aber Bowser hat den Sternenstab. Jetzt ist er viel stärker als Mario. Hi, Hitler. Es ist hoffnungslos, alles ist verloren. Ein MG hilft ihnen auch nicht mehr. Ruhig euch doch, solange wir zusammenhalten, besteht noch immer Hoffnung. Unser Schicksal liegt in Marios Händen. Wir müssen versuchen, ihn wieder zu erwecken. Versammelt euch! Ich kann durch mein Bart zwar nicht so gut sprechen, aber schickt Mario eure Kraft, Mann! Scheißen die auf mich oder was hier? Yeah!
Das war's. Mehr können wir jetzt nicht tun. Mugiu, bitte steh auf. Bitte. Bitte, Mann. Tschüss. Gumba, töten. Unser Urinstinkt sagt töten. Es hat sich angehört, als wäre hier jemand vom Himmel geplumpst. Wer mag das sein? Hä? Ja, angucken hilft auch nicht. Das rote Hemd, diese Mütze und der Schnurrbart. Sieht fast so aus, als wäre das der einzig und wahre Mario. Das kann nicht sein. Oder der echte Mario? Oh mein Gott. Hey, wach auf, Mann. Komm schon, auf, los. Oh nein, er rührt sich nicht. Oh, das hilft uns. Sehr, sehr gut, das hilft uns. Oh, was soll ich nur tun? Tschüss. Papa, Gumpa, Gumbario. Gumbario? Okay. Ah, wo sind wir denn jetzt? Oh nein, Vollbart ist da. Mario, kannst du mich hören, Mario? Ich bin Nobelstar, der behaarteste Stern in der ganzen Galaxie. Ich muss dir etwas Wichtiges mitteilen. Es geht um die Prinzessin und um das gesamte Königreich. Und um einen Rasierer für meinen Bart endlich mal. Doch leider habe ich nicht das Geld, um mir einen zu leisten. Mario, du musst zum Sternschnuppengipfel gehen und Geld sammeln. Und komm zu uns dann, wir reden mit dir und weiter, ne? Bitte Mario, wir hohen Sterne warten auf dich am Gipfel. Schwing. Na, wie geht's uns denn? Es geht uns Mario-tastisch. Wo sind wir? Ein Goomba-Bild. Ein Goomba. Ich glaube, ich rede nicht mehr diese Goomba-Sprache, die geht mir voll auf dem Hals, ich sag's euch. Oh Mario, ich bin ja so froh, dass du endlich wach bist. Du warst seit Tagen ohne Bewusstsein. Alle waren krankversorgt um dich. Hä? Dieser Ort hier? Das ist Goombafurt. Ein kleines Dorf westlich von Toadtown. Die einzigen Bewohner außer mir sind eine Familie von Goombas. Hä? Goombas töten? Diese Goombas sind die nettesten Leute, die du dir vorstellen kannst. Nicht drauftrampeln. Oh. Sie haben dich gefunden, als du bewusstlos im Wald lagst. Dann haben die sie dich hierher gebracht, um dich zu pflegen. Ah, ich erinnere mich. Yeah! Wie? Ein Stern mit einem Schnurrbart? Der muss sich doch dringend mal rasieren. Ein Stern hat dir gesagt, du sollst zum Sternschnuppengipfel reisen? Yay! Nein, ich habe hier keinen Stern gesehen. Und du ganz sicher... Und ganz sicher hat sich niemand dieses Haus betreten oder verlassen? Bäh. Ich kann nicht mehr Sätze lesen, alter Leute. Alter Leute. Ich frage mich, ob du nicht geträumt hast. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht war es eine Art Nachricht von einem der hohen Sterne. Sie leben im Sternhafen. Der Sternschnuppengipfel befindet sich nahe des Sternhafens. Das ergäbe zumindest einen Sinn. Wer weiß. Auf jeden Fall bin ich froh, dass es dir wieder besser geht. Die Goombas würden sich auch freuen, wenn du sie besuchen würdest. Yay! Okay. Auf geht's zu den Goombas. Dum-dum-dum-dum-dum. Oh, hallo. Hey Mario, ich bin Goombario, ich bin dein größter Fan. Wow, du kannst dir nicht vorstellen, was es für mich bedeutet, dich zu treffen, ehrlich. Cool. Hey, die hat uns doch, geholfen, in Klammern gesetzt. Mario, du siehst ja viel besser aus, ich bin ja so froh. Ich war wirklich besorgt um dich. Du lagst da so im Wald und hast kein Auge mehr aufgemacht. Ah, 2 Minuten circa, alles klar. Oh mein Gott, die Mutter. Oh, was für eine Freude, Mario, sehr freundlich, kannst du lernen. Ich bin so froh, dass du aufgewacht bist. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich in Sorge war, weil du so lange geschlafen hast. Aha. Oh, das scheint der Vater Hitler zu sein. Ey, nein, okay, der hat nicht so, der hat einen typisch amerikanischen Schnauzer. Howdy, Mario, oder texanisch. Howdy, Mario, fühlst du dich besser? Ja! Oh, Timer runtergefallen. So, hab ich wieder. Du kannst hier jederzeit ausruhen. Alles klar. Du musst was? Du musst schon aufbrechen? Oh, der Sternschnuppengipfel muss sich wohl ohne Zweifel um etwas Wichtiges handeln. Ich glaube, der Gipfel befindet sich nah von Toadtown. Du musst noch ein wenig Geduld haben. Ich muss zuerst dieses Tor reparieren, bevor du dich in Richtung Osten aufmachen kannst. Das Erdbeben hat dir wirklich ganze Arbeit geleistet. Hast du die Erschütterung gefühlt? Oh Mann, ich dachte, der Himmel fällt uns auf den Kopf. Aber jetzt besteht kein Grund zur Sorge. Ich werde das hier im Handumdrehen reparieren. Und Mario kann da nicht rüberhelfen, oder was? Nein, das kann er nicht.
Nice Home, nice Home. Ah, da fragt man sich echt, wie können Goombas sowas einrichten? Wie sind die da hochgekommen? Oh mein Gott, Oma Goomba. Oh Mario, hallo Herzchen, nenn mich Goomba. Ich bin eine Goomba-Großmutter, daher der Name. Ho, 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 ho. Hast du schon meine lieben Enkelchen getroffen? Sind sie nicht süß? Besonders die kleine Goombaria. Sie sieht genauso aus wie ich, als ich noch klein war. Ho, ho, ho. Naja, beenden wir hier wieder den Part. Im nächsten Part kommen wir ja endlich aus dieser beschissenen, Goomba-verseuchten Gegend raus. Also, bis zum nächsten Mal.